Katar, die ZLK ist in vollem Gange. Gestern gab es Bronze für dich im Sprint, in der Deutschen Meisterschaft Sprint. Heute der Sieg hier im Crosslauf, wenn es auch keine neue Bestzeit war. Ja, welcher Platz hat dich mehr überrascht? Der gestern oder der heute? Eigentlich der gestern. Es war für mich mal wieder Premiere nach vielen, vielen Jahren, die ich ja ausgesetzt habe und den ganzen Sprint von der Kommentatorenkabine aus verfolgen durfte. War es für mich einfach schön, einfach mal wieder am Start zu sein. Die Schulter macht mit und ist für mich einfach ein gutes Training. Ich bin jetzt nicht die freiste Sprinterin schlechthin. Deswegen habe ich mich sehr gefreut über den Podestplatz und dass ich auch der Coletta halbwegs folgen konnte, die ja wirklich sehr gut darin ist und die Strecke ja doch eine relativ kurze ist, was mir nicht entgegenkommt. Von daher habe ich mich sehr darüber gefreut. Beim heutigen Wettkampf habe ich jetzt schon gemerkt, dass ich leicht angenockt bin vom Training. Ich habe jetzt nächste Woche auch endlich das erste Mal eine reduzierte Woche für dieses Jahr. Also ich glaube, die habe ich mir dann auch verdient. Ich bin jetzt schon ganz schön platt, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut über das Rennen heute. Von daher, die Zeit war noch im Rahmen. Du hast es angesprochen, du bist jetzt eigentlich nicht die Freistil-Sprinterin. Trotzdem sieht man ein bisschen die Tendenz bei dir, dass du von der Ausdauer- oder von der Distanzläuferin ja doch auch zur besseren Sprinterin wirst. Ist das bei dir so die gegensätzliche Bewegung? Normalerweise sagt man ja, man wird von der Sprinterin dann eher zur Distanzläuferin. Ja, meistens ist es so, das stimmt, dass viele über den Sprint kommen und sich dann in der Distanz verbessern. Bei mir läuft es ein bisschen anders. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die riesen Fortschritte mache, aber kleine Schritte in die richtige Richtung. Ich schätze mich im Klassensprint deutlich stärker ein als jetzt im Freistil zum Beispiel. Da bin ich bisher zweimal in meinem Leben weitergekommen in dem Weltcup-Prolog. Also da spricht die Statistik nicht für mich. Aber ich denke, auch da geht ein bisschen was voran. Und es ist jetzt überhaupt nicht mein Hauptaugenmerk im Training. Also wir bereiten uns eigentlich gar nicht auf den Sprint vor. Von daher sind solche Sachen wie gestern natürlich dann schon sehr positiv zu bewerten. Jetzt gibt es hier den nationalen Vergleich. International hast du dich auch schon mal dieses Jahr gebettelt, sage ich mal, zumindest mit den paar Nationen. Platz 2 bei der Trollhättan Action Week. Ja, was sagt dir dieses Ergebnis? Hat das überhaupt Aussagekraft für deinen derzeitigen Leistungszustand? Ja, am Ende ist es einfach eine nette Leistungsüberprüfung in der Mitte vom Sommer, ob die Richtung stimmt. Alles andere darf man nicht überbewerten. Gerade in der Mitte vom Sommer ist jeder an einem anderen Punkt, hat anders trainiert davor. Das heißt, man kann es nicht für also einfach ummünzen in die Winterleistung. Aber das war dieses Jahr für mich sehr positiv. Wir haben auch mal die Zeiten verglichen zum Jahr davor und da war ich auf jeden Fall schneller. Das heißt, auch da habe ich mich verbessert. Und das war eine nette Standortbestimmung und zeigt einfach, dass das Training wirkt. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick zurück auf die vergangene Saison. Es war, ja, würde ich jetzt mal behaupten wollen, deine erfolgreichste bislang mit 5-mal Podium, ein Weltcupsieg, dein erster Weltcupsieg. Ja, was sagst du im Nachhinein zu dieser Saison? Hättest du das so erwartet, dass es so kommt? Nein, eigentlich gar nicht. Man erhofft sich natürlich, wieder einen Podestplatz zu erlaufen. Dass es dann in Ruka und Lillehammer gleich so losging, war komplett unerwartet, weil ich letztes Jahr genau um die Zeit ziemliche Knieprobleme gehabt habe. Ich musste ins MRT und musste Knie stilllegen. Dann habe ich Corona bekommen. Also da lief eigentlich alles schief und hatte dann fast nahezu 3 Wochen Trainingsausfall, was sehr suboptimal ist. Und am Ende war es mein bester Saisoneinstieg ever. Das hätte ich nie gedacht. Und auch die ganze Saison lief eigentlich fast tadellos, abgesehen davon, dass ich im Winter auch noch zweimal erkältet war. Also ich hatte viel mit Krankheiten zu kämpfen und konnte trotzdem meine besten Ergebnisse abliefern. Von daher bin ich sehr stolz, dass ich mich irgendwie auch immer wieder zurückgekämpft habe und auch sehr erstaunt, was der Körper dann doch alles so leisten kann. Dann blicken wir mal noch kurz auf das Highlight natürlich, die Weltmeisterschaft in Planitzer zurück. Dein Wettkampf schlechthin, sage ich mal, als Einzelläuferin der Skiathlon, wo es dann im Endeffekt ja, knapp Platz 4 wurde mit nur 5 Sekunden Rückstand. Das beste Ergebnis, ich habe dich damals ja darauf angesprochen, auf die Tatsache, das beste Ergebnis einer Deutschen im Einzel ja, seit 10 Jahren. Was bedeutet dir dieser Erfolg und macht der sozusagen oder hat der dir gezeigt, dass Medaillen jetzt auch ja, als Einzelläuferin möglich sind? Also das hat es mir einerseits gezeigt, die Bronzemedaille war in Reichweite. Also sie war quasi direkt vor mir, hat mir natürlich Mut gegeben, dass es vielleicht irgendwann im Laufe meiner Karriere nochmal klappt. Mir ist bewusst, dass an dem Tag X halt alles zusammenpassen muss. Es ist nicht einfach zu schaffen, aber ich werde hart arbeiten und vielleicht habe ich ja das Glück, meine Einzelmedaille in der Hand halten zu dürfen. Aber für mich war es einfach besonders persönlichen Sieg. Für mich hat es sich angefühlt wie eine Bronzemedaille, weil ich in der Zeit oder in den 2 Wochen vor der WM in Planitzer schon ein bisschen Probleme hatte, meinen Kopf in den Griff zu bekommen, weil ich wusste,
es wird wieder warm, es wird wieder tief. Es waren genau die gleichen Bedingungen wie zur WM in Oberstdorf und dort habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht. Das heißt, es war für mich vor allem für den Kopf her eine Challenge und deswegen war das für mich wie ein Paukenschlag, dass ich dort Vierte geworden bin, weil ich das im Skiathlon noch nie annähernd geschafft habe. Dann gab es, wenn man es jetzt so überhaupt so bezeichnen kann, als kleine Entschädigung dann Silber mit der Staffel. Und für euch im Endeffekt die Bestätigung von Olympiasilber. War das wichtig sozusagen, dieses Ergebnis auch nochmal irgendwo zu bestätigen, dass man also zeigt, es war nicht bloß eine Eintagsfliege da bei Olympia in Peking? Das war enorm wichtig, weil das schwieriger ist, immer das Ganze zu bestätigen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn einem das erste Mal gelingt, dann hat das vorher keiner erwartet. Und beim zweiten Mal erwarten das die Leute, man erwartet es selber und dann ist es umso schwerer, das nochmal zu zeigen. Und deswegen war ich sehr stolz auf unser Team, dass wir das einfach so souverän gelöst haben und wieder die Silbermedaille eingeheimst haben. Jetzt stehen wir vor einer Saison ohne große Ereignisse. Was sind deine Ziele? Auf was fokussierst du dich nächsten Winter? Ja, es wird auf jeden Fall ein harter Winter. Es stehen sehr, sehr viele Rennen an, vor allem sehr lange Rennen. Also die Distanzen sind ja nach wie vor verlängert und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und das Ziel ist natürlich jetzt, da es kein Großereignis gibt, so viele Rennen wie möglich zu laufen. Von daher steht da einiges vor uns und ich denke, es ist auf jeden Fall Spannung geboten mit der Tour de Ski in der Mitte vom Winter und dem Weltcup hier in Oberhof. Zwei Highlights für mich, auf die ich mich sehr freue. Und dann wartet die WM in Trondheim 2025. Schielst du da schon mit einem halben Auge da drauf und ist da die Vorbereitung schon darauf ausgerichtet? Ja, definitiv. Also das Training, was wir jetzt dieses Jahr machen, ist auf jeden Fall sehr langfristig angelegt. Da es eben kein Großereignis gibt, ist jetzt bei mir der Fall, dass wir nochmal deutlich mehr Umfang machen. Also es ist nochmal ein ganz neuer Trainingsreiz dieses Jahr für mich, der natürlich darauf abzielt, auf die WM in Trondheim und dann auch auf die nächsten Olympischen Spiele. Also der Blick ist schon nach vorne gerichtet, aber für den Kopf selber geht man eigentlich immer Schritt für Schritt von Winter zu Winter. Okay, wir drücken die Daumen auf alle Fälle, dass alles klappt nächsten Winter und hoffentlich nicht so viele Krankheiten. Dann wird's, denke ich, mir ganz gut. Danke. Super, danke dir. Tschüss.